Ja, ist ein großes Thema, Selbstheilung. Normalerweise werden wir so erzogen, dass wir immer einen Profi dazu brauchen. Entweder gehen wir zum Arzt, zum Heilpraktiker, Psychotherapeuten oder zum Heiler. Immer ist es ein anderer. Und immer entsteht dieses Gefälle. Der andere soll irgendwas für mein Wohlbefinden besser wissen als ich selbst. Das verträgt sich nicht mit meinem Bild von Freiheit. Und auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wieso kann der Mensch so inkompetent sein, dass er sich selbst nicht heilen kann. Dass er immer einen anderen braucht. Das ist zwar eine geniale Geschäftsidee, ne, wenn ich immer zu jemand anders gehe, muss ich den ja auch bezahlen. Und insofern ist die Gesundheitsbranche auch die größte Branche der Welt geworden. Größer als Waffen, größer als Drogen, größer als Autos, größer als Industrie, alles. Gesundheits ist die größte Branche, wo das meiste Geld verdient wird. Und das ist eine Perversion. Das hat nichts mit unserer Natur zu tun. Bloß wenn man uns das viele Generationen erzählt, dass wir immer zu jemand anders. Das habe ich zum Beispiel auch bei den Schamanen. Ich im hintersten Dschungel, hintersten Sibirien oder irgendwo in Afrika, es läuft derselbe Film. Der Schamane, der für die in dem Stamm sich die Macht anreißt und er wäre derjenige, der die anderen gesund macht, entsteht sofort das Machtgefälle. Und er nutzt diese Macht aus und es ist dasselbe Geschichte wie bei uns. Es ist vollkommen egal, dass dort noch keine Zivilisation angekommen ist. Das Ego ist sozusagen dann der Motor, um dieses Gefälle herzustellen. Und insofern ist es bei allen Menschen gleich, wenn wir erstmal wieder wir unseren Berater nicht im Äußeren suchen, bei irgendeinem Profi, sondern bei uns selber, nämlich mit unserer Seele in Kontakt kommen. Das ist der beste Berater, den jeder Mensch in sich trägt. Einen besseren gibt es gar nicht. Der kennt mich in- und auswendig. Er kennt mich nicht nur aus diesem Leben, er kennt mich kontinuierlich, ohne Anfang und ohne Ende. Und daher kriegen wir die beste Rette. Also brauchen wir nur lernen, wieder mit unserer Seele zu kommunizieren und wir sind frei. Trifft man da nicht auf ganz schön Widerstand von außen, wenn man diesen eigentlich revolutionären Ansatz mitbringt? Letzte Woche sollte ich einen Vortrag halten in Bad Mergentheim, das ist so eine Klinikstadt. Und da hat der Veranstalter für meinen Vortrag den Kursaal gemietet. Er wurde mir verboten, weil in dieser Stadt haben die Kliniken sehr viel Einfluss auf den Kursaal, obwohl er der Stadt gehört, aber sie bestimmen halt das Geschehen der Stadt. Und sie haben einen Brief, ich habe es schriftlich, Herr Kubi darf nicht über Selbstheilung sprechen. Er wird auch nicht nur dieses Mal nicht, sondern er darf nie bei uns über Selbstheilung sprechen, denn wir müssen unsere Kliniken vor ihm schützen. Sie müssen den Eigenjob vor ihm schützen. Ist doch so irre. Als würde ich, wenn ich einen Vortrag unten im Kursaal halte, oben die Leute alle aus den Betten springen. Also ich finde das ist schon, ich erstaune mich, dass man mit so einem Gedanken auf so eine Reaktion treffen kann. Natürlich, wenn ich Klinikchef wäre, ich würde sagen, ist doch völlig egal, was der da im Kursaal erzählt. Ich habe 600 Betten hier oben und mein Konzept ist staatstragend. Ja, aber wäre nichts dran, würde es nicht auf Resonanz treffen. Also muss etwas dran sein. Es muss was dran sein und jeder riecht es. Ich habe auch schon mal ein Seminar für Klinikchefs gegeben. Und am Abend nach so dem zweiten, dritten Glas Rotwein kommt er tatsächlich zu mir rüber und sagt, Herr Kubi, wir wissen, Sie haben recht. Aber das würden wir frühestens zugeben, Vierteljahr vor der Pensionierung. Ja, es ist nur ein Geschäft. Ja, und dann halt genau die Frage, wie kriegt man es hin, das System umzudrehen? Dass man wirklich es muss ja gar nicht den Leuten der Job genommen werden und der Grundlage braucht werden. Es müsste ein Konsens rüberbringen, eine Synthese aus einem ganzheitlichen Ansatz. Ja. Sie müssten nur selber eine Erfahrung machen, dass sie sich selber heilen können. Die Ärzte gehören ja mit zu den krankesten Leuten in der Gesellschaft. Wenn die ihren Job aufhören, ihren Adrenalin-Push sozusagen verlieren, brechen die zusammen. Es gibt ein riesiges Burnout-Problem unter den Ärzten und so weiter. Überhaupt, dass der Arzt sich so mit seinem materialistisch-biochemischen Weltbild so auf die Gesellschaft draufsetzen kann. Im Grunde ist das schon die Folge von einem ganz materialistischen Bewusstsein.
und gar nicht die Ursache. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir lernen, dass wir geistige Wesen sind.